meine Damen und Herren, das Schulgesetz wird mit vielen kleinen Änderungen für Berliner Schülerinnen und Schüler angepasst und verbessert. Gesetze sind lebendig und dynamisch wie unsere Stadt und die Gesellschaft. Diese Entwicklungen in der Gesellschaft müssen sich auch im Schulgesetz widerspiegeln. Wie zum Beispiel für die Geschwisterkinder und Bezirkskinder schaffen wir künftig in den weiterführenden Schulen einen Vorrang. Damit entlasten wir die Eltern und fördern die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Das Thema der sprachlichen Defizite ist für uns auch sehr wichtig, denn es ist unmöglich, mit Defiziten eine soziale Bildungsgerechtigkeit und Chancengleichheit in der Grundschule zu gewährleisten in unserer Stadt. Deshalb ändern wir das Schulgesetz, damit die Kinder ein Jahr vor Einschulungen an einem Sprachtest teilnehmen und bei Auffälligkeiten eine Sprachförderung erhalten können. Das Gesetz reagiert auch auf den Zuzug von Kindern aus dem Ausland in unsere Stadt. Deswegen sieht es vor, eine Gesundheitsuntersuchung für ausländische Kinder, die schulpflichtig sind. Sie müssen sich spätestens 3 Monate nach dem Schuleintritt untersuchen lassen. Darüber hinaus können die Grundschulen die Schulanfangsphase von 2 auf 3 Jahrgänge erweitern. Die Schülerinnen und Schüler mit einem befriedigenden Notendurchschnitt dürfen sich an einem Gymnasium nur dann anmelden, wenn die Familie vorher ein Beratungsgespräch geführt hat. Was ich auch noch mal erwähnen möchte, ist noch eine Änderung. Das ist zum Beispiel die Schülerinnen und Schüler, die die ganze 10. Klasse im Ausland verbringen wollen, kommen ohne MSA in die gymnasiale Oberstufe. Herr Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Mutlu? Nein, das weißt du. Auch wenn der mittlere Schulabschluss nicht abgelegt worden ist. Sie bekommen die Gelegenheit eines Probehalbjahres im ersten Semester. Bei Erfolg haben Sie den MSA. Meine Damen und Herren, die eine vorgeschlagene Änderung des Schulgesetzes der Oppositionsfraktion betrifft das Aufnahmeverfahren für die Grundschule. Möchten Erziehungsberechtigte ihr Kind an einer anderen Grundschule anmelden und besteht für die Wahlgrundschule eine Übernachfrage, erfolgt die Vergabe der noch freien Plätze in abgestufter Reihenfolge der Aufnahmegründe. Der Antrag 1082 schlägt nun vor, einen weiteren Aufnahmegrund zu ergänzen. Künftig soll bei einer Kooperationsvereinbarung zwischen Kita und Grundschule auch dieser Umstand bei der Vergabe noch freier Plätze an Kinder, die nicht im Einschulungsbereich wohnhaftlich Berücksichtigung finden. Aus pädagogischer Sicht wäre zu prüfen, ob es für ein Kind positiv ist, wenn es sowohl in der Kita als auch in der Schule stets dieselben sozialen Kontakte hat. Es wäre zu hinterfragen, ob es nicht besser wäre, dass sich Kinder auch auf neue soziale Kontakte einlassen müssen. Wie bitte? Das stimmt doch nicht. Nein, nein, Sie irren sich. Schauen Sie doch mal nach. Schauen Sie doch mal nach. Der geltenden Aufnahmeregelung ist zu entnehmen, dass die Wohnortnähe von besonderer Bedeutung ist. Zum einen, um altersangemessene Wege für Anfängerinnen sicherzustellen und zum anderen, um soziale Strukturen weiter zu erhalten. Diesem Anliegen würde die vorgeschlagene Gesetzesänderung auch nicht Rechnung tragen. Herr Kollege, ich darf Sie kurz darauf aufmerksam machen, dass die Drucksache 1082 nicht aufgerufen ist zu einer Debatte. Ist das falsch, ey? Ich will mal sagen, liebe Kollegen, die jetzt hier da voller Häme sich lustig machen, schließen Sie für sich aus, dass Ihnen so ein Fehler nicht mal passieren kann. Gut. So. Also aufgerufen war zu A und C. So. Naja, gut. Okay, dann ich hoffe, dass Frau Bentle was dazu sagt. So verabschiede ich mich jetzt mal.